money. Are you ready? Here we go! Nothing changes, cause it's all the same. That's it? Crazy Taxi. Der Sega-Klassiker aus den späten 90er Jahren, damals auf der Dreamcast und aus der Spielhalle bekannt. Ich glaube, wir haben alle einige Monate auf diesen Straßen vor diesem Titel verbracht, der einiges an Standards gesetzt hat, die heute noch aktuell sind und in anderen Spielen verbraten werden. Jetzt für iOS, preisgünstig 4 Euro als Universal-Version, gleichzeitig für iPad und für iPhone. Es gibt leider noch keine iPhone 5-Anpassung, das kann man gleich mal vorweg schicken. Auf iPad dagegen sieht der Titel grandios grafisch aus, kann immer noch mithalten. Ich habe zum Vergleich mal die alte Dreamcast-Version eingeworfen und mich vor den grandiosen Dreamcast-Controller ein paar Minuten gesetzt und ich mag die iOS-Version, sie kann mithalten und das ist doch mal eine Aussage. Natürlich lässt sich das alles nicht mit heutigen Standards vergleichen. Die Steuerung ist schon recht holprig. Bei der iOS-Version klemmen sich die Button so an die Bildschirmränder der iOS-Geräte, lassen sich nicht verstellen. Die Grafik hat ihre Patzer und Lücken und wenn man mal schnell rückwärts fahren will, dann weiß man, wie man sich in den 90er Jahren darüber geärgert hat. Wer damals allerdings Spaß an dem Titel hatte, der hat auch jetzt wieder eine gute Zeit und wer ihn damals verpasst hatte, der sollte es jetzt nachholen. Crazy Taxi für iOS.